2019 hat gerade angefangen und ist schon jetzt ein spannendes Jahr, das kann ich so sagen. Für mich persönlich, weil ich neu bin bei der Lufthansa Cargo, aber auch fürs Unternehmen, denn wir kaufen ein neues Flugzeug. 4, um genau zu sein. Und da freue ich mich, mit jemandem sprechen zu können oder zu dürfen, der das Ganze mit entschieden hat. Peter Gerber, unser CEO. Schönen guten Tag erstmal, Herr Gerber. Hallo, guten Tag. Grüße Sie. Herr Gerber, wenn man aus der externen Seite kommt ins Unternehmen, dann fragt man sich als erstes, warum kauft man eigentlich ein neues Flugzeug? Ja, weil Flugzeuge toll sind. Nein, aber im Ernst, also das ist natürlich einer der Gründe, Faszination, Fliegen. Wer bei einer Fluggesellschaft arbeitet, der trachtet immer danach, wenn es geht, Flugzeuge zu haben oder vielleicht neue Flugzeuge zu bekommen, weil das einfach was Tolles ist. Vielleicht so ähnlich, wie wenn man bei einem Autobauer arbeitet, um ein neues Auto zu bekommen. Aber tatsächlich sind die Gründe natürlich anders. Tatsächlich sieht es einfach so aus, dass sie konstant nach Verbesserung streben müssen. Und gerade bei Flugzeugen ist es so, Sie wissen, es ist eine relativ junge Technologie, dass es mit jeder Generation deutliche Sprünge gibt, was Effizienz angeht, deutliche Sprünge angeht, was Lärm angeht, was Emissionen angeht. Und es ist nun mal so, dass unsere alte Flotte technisch gesehen in der Konzeption aus den 70er Jahren stammt, die MD-11. Die letzten Flugzeuge haben wir 2000, 2001 bekommen und die sind damit, gehören die einer alten Generation an. Deswegen ist die 777, die wir jetzt bekommen, ein viel moderneres Flugzeug, ein Flugzeug, was entscheidend besser ist in all den Performance-Faktoren, die ich eben genannt habe. Und deswegen möchten wir natürlich jetzt diese Flugzeuge ersetzen, zumal im Lufthansa-Konzern die Policy gilt, kein Flugzeug, wenn es geht, älter als 25 Jahre zu haben. Und so passt das alles zusammen. Und am Ende, das ist ganz wichtig, wir brauchen die Flugzeuge, um unser Geschäft zu machen. Unser Geschäft läuft sehr gut und das bedeutet auch Flugzeuge für die Zukunft unseres Unternehmens. Sie haben es angesprochen, die Flugzeuge werden ersetzt. Heißt das, wenn man ein neues kauft, muss immer ein altes gehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ganz grundsätzlich und prinzipiell ist das so. Jedenfalls dann, wenn man das wie bei uns in der Fachsprache Rollover nennt, also sozusagen tatsächlich alte Flugzeuge einer alten Generation durch neue Flugzeuge zu ersetzen. Und so ist es hier im Prinzip zunächst auch mal gemeint. Also die Kapazität, die wir in MD-11 hatten, grundsätzlich durch moderne 777 zu ersetzen. Das ist zunächst mal der strategische Auftrag, das ist das strategische Ziel, was wir haben und auf dem Weg befinden wir uns gerade und mit den 4 neuen 777 haben wir gerade einen großen Schritt in diese Richtung gemacht, aber wir gönnen uns natürlich die Flexibilität, die sich daraus ergibt, das heißt, die MD-11 so rauszunehmen, wie für uns das operationell und betriebswirtschaftlich am besten ist. Also im Klartext, wenn man sie noch fliegen kann und das verdient Geld, dann tun wir es. Wenn das nicht so ist, dann nehmen wir sie vielleicht ein bisschen schneller raus. Die Flexibilität haben wir, darüber sind wir sehr froh. Geben Sie uns mal einen Einblick in so einen Entscheidungsprozess. Steht dann in einer Runde, in einem Meeting jemand auf und sagt, übrigens, ich finde, wir brauchen 1 bis 4 neue Flugzeuge oder wie läuft sowas ab? Ja, Gott sei Dank, ich bin froh, dass wir sagen können, dass das doch ein kleines bisschen rationaler abläuft. Natürlich gibt es auch den berühmten Bauch, das heißt also zu sagen, ich glaube, es wird Zeit oder der Markt ist gut oder das würde Sinn machen, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber der Rest läuft sehr, sehr viel rationaler ab. Das heißt, es gibt eine Menge sehr kluger Leute, die sich damit beschäftigen, auf der technischen Seite, auf der Netzseite, also wie sieht das zukünftige Aussichtsprofil aus, auf der Vertriebsseite, wie viel Bedarf gibt es und dann natürlich auch auf der betriebswirtschaftlichen Seite, nämlich rechnet sich das Ganze, wie viel Geld muss ich ausgeben, wie viel bekomme ich perspektivisch rein, was sind die Sensitivitäten, also das sind Herden von klugen Leuten, Leuten, die viel klüger sind als ich, die das alles entsprechend vorbereiten, dann ist mit der Entscheidung gar nicht mehr so schwierig. Wenn man jemandem erklären muss, was eine 777 besser macht als eine MD-11, wo fängt man da an? Gibt es da so ganz klare Faktoren oder Absolut. Ist es das große Ganze? Nein, da gibt es ganz klare Faktoren. Das Erste, was man sagen würde, sehen Sie sofort auch als Laie, wenn Sie davor stehen, die MD-11 hat 3 Triebwerke, die 777 hat 2 Triebwerke, also braucht sie entscheidend weniger Sprit. Das Zweite, was Sie auch direkt von außen sehen, ist, die 777 ist größer, da passt also mehr Fracht hinein, obwohl nur 2 Triebwerke drin sind. Das Dritte, das sehen Sie nicht so unbedingt, ist, sie kann auch länger fliegen und ist, weil es ein neueres Flugzeug ist, auch ein Stück zuverlässiger. Und wenn man die 3 Sachen dann zusammen erklärt, dann ist das jedem sofort einsichtig. Auch mir. Vielen Dank, der CEO der Lufthansa Cargo, Peter Gerne, Gerber. Vielen Dank. Danke.